Liebe Imker, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Aurelia-Stiftung veranstaltet dieses Jahr zum zweiten Mal eine Untersuchung der Rapshonige auf eventuelle Neonicotinoide-Rückstände im Honig. Diese Untersuchung hat die Frage aufgeworfen, ob es sinnvoll ist, untersuchen zu lassen, ob diese Rückstände im Honig sind oder nicht. Ich möchte zu diesem Thema etwas ausholen und erläutern, weshalb ich es für außerordentlich sinnvoll und notwendig halte, an dieser Aktivität teilzunehmen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Verwendung von Pestiziden, giftigen Pestiziden, in der Landwirtschaft enorm zugenommen. Über viele Jahre und Jahrzehnte wurde ja DDT als völlig harmlos für die Umwelt und für die Menschen betrachtet. Man kann das jetzt noch verfolgen. Es gab wissenschaftliche Studien, die dann belegt haben, dass alles unproblematisch ist, bis man schließlich nach längerem Hin und Her sich dazu durchgerungen hat, DDT zu verbieten, aufgrund seiner Toxizität. Im weiteren Verlauf wurde ja auch die Tabakindustrie in diesem Prozess unterworfen, wo es zahlreiche bezahlte Wissenschaftler gab, die nachgewiesen haben oder nach, ja, also die sich dafür hergaben, Studien zu produzieren, nach denen der Konsum von Zigaretten völlig unschädlich ist und Nikotin eben auch überhaupt keine negativen Auswirkungen auf die menschlichen Organismen haben. Das ist mittlerweile nachgewiesen, dass es sich hierbei um Fake-Wissenschaft handelte und um bezahlte Wissenschaftler, die eben für die Industrie gearbeitet haben. Dann kam die Umweltkonferenz in Rio 1992, wo die großen Klimaleugner Saison hatten. Und wenn man hier hinschaut, lief es genauso wie bei der Tabakindustrie und genauso wie bei DDT. Es wurden einige Wissenschaftler, eine Handvoll auf der Welt, bezahlt von der Petroleumindustrie, vor allem von der Petroleumindustrie, um Fake-Studien, Studien, die so designt waren, dass nichts anderes dabei rauskommt, festzustellen, dass die Verbrennung fossiler Kraftstoffe überhaupt keine Auswirkung auf die Atmosphäre hat. Und deshalb jeglicher Alarmismus im Hinblick auf die Klimaerwärmung fehl am Platz ist. Diese Methode, Wissenschaftler direkt oder indirekt zu finanzieren, wird seit Jahrzehnten betrieben. Und auf der Umweltkonferenz in Rio 1992, wo ich selber anwesend war, ist diese Sache eigentlich das erste Mal so richtig aufgeflogen. Und es ist also gelungen, die Wissenschaftler auch zu identifizieren und nachzuweisen, dass sie im Grunde genommen innerhalb der wissenschaftlichen Welt keinerlei Bedeutung haben, aber aufgrund der großen Kampagnenfähigkeit und des vielen Geldes, das die Industrie hat, gepusht wurden. Die Industrie hat bemerkt, dass das allein nicht genügt. Und vor allem auch auffliegen kann. Es hat ja dann Einzug genommen, dass Wissenschaftler eine Erklärung abgeben müssen, ob sie irgendwelche Konflikte haben, wenn sie eine Studie veröffentlichen. Und dann kam die Industrie auf eine neue Idee, nämlich die Öffentlichkeit mit Studien zu fluten. Ja, es wird ja dann immer wieder auch Metastudien werden ja dann gemacht, wo dann analysiert wird, wie viele Studien gibt es denn überhaupt zu einem Thema, zum Beispiel zum Thema Glyphosat. Und dann gibt es da 1000 Studien, die nachweisen, dass Glyphosat kein Problem ist, aber nur 50 Studien, die nachweisen,
dass Glyphosat hochgradig krebserregend ist. Und das ist eine Methode, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Industrie gezielt nach Rio 92 inszeniert hat. So kann man viele Wissenschaftler und viele Institute finanzieren, unter die Fittiche kriegen, indem man natürlich nicht direkt finanziert, sondern da übernimmt man dann die Kosten für eine Diplomarbeit oder für eine Doktorarbeit oder man finanziert dann schon auch mal einen Lehrstuhl. Jedenfalls entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber der studienfinanzierenden Industrie und die Schere im Kopf führt dazu, dass dann viele, viele, viele Institute, wissenschaftliche Institute, Forschungsabteilungen zu Themen, die der Industrie gefährlich werden könnten, eben nicht mehr forschen. Und das sieht man daran, dass industriefinanzierte Forschung bei allen relevanten Pestizidfragen zu dem Ergebnis kommt, dass das alles harmlos ist und unabhängig finanzierte Forschung, wie zum Beispiel Trondheim oder viele andere auch, dann stets zu anderen Ergebnissen kommen. Das ist doch merkwürdig, ja? Aber mit dem System, die Öffentlichkeit mit Studien zu fluten, entsteht der Eindruck eines Übergewichtes der Studien, die da zum Ergebnis kommen, dass alles harmlos ist, gegenüber den Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Pestizide hochgradig toxisch sind. Wir konnten erstmals hieb- und stichfest durch das Leaken der Monsanto Papers nachweisen, dass beim Thema Glyphosat die Firma Monsanto ganz gezielt Personen bezahlt hat und Strategien, Kommunikationsstrategien in die Wege geleitet hat, um Studien und Wissenschaftler zu diskreditieren, die zu diesem Ergebnis gekommen sind. Die Monsanto Papers sind öffentlich zugänglich. Die sind so umfangreich wiederum, dass man eigentlich gar keine Chance hat, sich durchzuarbeiten. Professor Gilles-Éric Séralini, den wir bereits auf einem Weimarer Bienensymposium eingeladen hatten und 2-3 Jahre zuvor zur Universität Hohenheim, wo wir ein Hearing hatten zum Thema Gentechnik und Glyphosat, hat die Monsanto Papers analysiert im Hinblick auf die Korruption der Firma Monsanto im Hinblick auf Glyphosat. Und das Buch ist auch erschienen, Monsanto Paper, im Moment in Englisch. Im Laufe des Jahres wird es auch in deutscher Sprache zu haben sein. Und mit diesen geleakten Dokumenten können wir jetzt erstmals hieb- und stichfest beweisen, wie die Industrie arbeitet. Und das macht nicht nur Monsanto so, das machen alle multinationalen Konzerne. Zur Durchsetzung der Interessen wird das Studiendesign so gemacht, dass keine Toxizität nachgewiesen werden kann. Ja, wie kann das sein, dass man Studien nur über 10 Tage macht, wenn die Toxizität aber erst nach 20 oder 30 Tagen einsetzt? Ja, das ist Betrug. Das ist wissenschaftlicher Betrug. Und leider, da viele Wissenschaftler und Institute von Drittmittelförderung abhängig sind und darauf angewiesen sind, machen viele dieses Spiel mit. Nicht alle. Es gibt in Frankreich ein Institut, das hier unabhängig finanziert ist. Und zum Beispiel haben Bon Matin und andere die Task Force on Systemic Pesticides gegründet. Diese Webseite gibt es auch auf Deutsch. Also tfsp.info, wo ihr nachlesen könnt, zu welchen Ergebnissen diese Taskforce gekommen ist. Und zum Beispiel hat Bon Matin bereits vor 10 Jahren in Toronto, am 28. Mai 2015, in Toronto vor dem Parlament eine Präsentation gegeben, wo er darauf hingewiesen hat, also publiziert hat, dass im Verhältnis der Giftigkeit, der Toxizität zu DDT, wenn man DDT als 1 zugrunde legt,
Amitraz eine Giftigkeit von 2,3 hat, im Fall also 2,3 mal giftiger. Kumafos 9 mal giftiger. Thiamethoxam, ein Neonicotinoid, 5400 mal giftiger. Fipronil 6475 mal giftiger. Imidacloprid 7297 mal giftiger und Clothianidin 10.800 mal giftiger als DDT ist. 10.800 mal giftiger als DDT. Genügen geringste Mengen, also hier eine Dosis von 50 Gramm auf den Hektar, diese Toxizität wirksam werden zu lassen. Und wenn unsere Bienen dann Kulturen befliegen, die über das Saatgut oder über Spritzmittel, also über Beizmittel oder Spritzmittel direkt, oder über die Ausbringung in den vergangenen Jahren mit solchen toxischen Stoffen in Berührung kommen, dann führt es zu einem gravierenden Bienensterben oder auch dann, wenn es nur subletal stattfindet, zu einer Orientierungslosigkeit der Bienen und zu einer viel höheren Mortalität. Die Bienen sterben viel schneller. Um nun die Bemühungen zu einem Systemwandel in der Landwirtschaft voranzutreiben, brauchen wir Fakten. Wir brauchen Belege, um den Druck gegenüber der Politik zu erhöhen, diese für Bienen und andere Insekten hochtoxischen, systemischen Substanzen zu verbieten. Aus diesem Grund unternimmt die Aurelia-Stiftung diese Untersuchung, nicht um uns Imker zu schaden, sondern um Druck auf die Politik aufzubauen, endlich alle diese Substanzen zu verbieten, die für uns Imker und für unsere Bienen katastrophal sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen heute gar nicht mehr, wie groß und wie stark Bienenvölker sein können, wenn sie nicht diesen Substanzen ausgesetzt sind. Ich habe das selber erlebt, indem ich einige Jahre lang in den Alpen auf 1300 Meter meine Bienenstände hatte und dort Bienen zum Teil auch ganzjährig geführt habe und in welchem Maße die gesund waren und die Völker, also große Völker aufgebaut haben. Das wissen die allermeisten Imker, die im Flachland arbeiten und die vor allem den Raps anwandern, überhaupt nicht mehr. Deshalb möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich natürlich Verständnis habe für die Ängste, die Imker haben, dass eventuell die Kunden fragen, ob denn der Honig sauber ist. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Honige sind nicht sauber. Es ist eine naive Träumerei, davon auszugehen, dass ein Kuschelkurs mit dem Deutschen Bauernverband oder mit der Chemieindustrie zum Erfolg führt. Es gibt tatsächlich einige Funktionäre in Deutschland mittlerweile wieder, die sich von dieser Idee einlullen lassen und tatsächlich meinen, wir sollten schweigen, damit bloß nicht bekannt wird, wie stark unser Honig mit Pestiziden und Insektiziden und Fungiziden kontaminiert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Irrweg. Ich habe seit über 35 Jahren in der Politik mitgewirkt, in den verschiedensten Ebenen. Ich kann euch sagen, die Politik funktioniert nur durch Druck. Nur durch Druck. Jeglicher Kuschelkurs unsererseits ist zu vermeiden. Die Bauern hatten jahrzehntelang die Gelegenheit, umzustellen und den Systemwandel in ihren Betrieben zu realisieren. Und über 15.000 Betriebe in Deutschland haben das auch getan. Ich kann nur jedem Funktionär, der meint, sich öffentlich äußern zu müssen, empfehlen, doch bitteschön mal am politischen Prozess teilzunehmen und die Arbeit derer, die vorher schon politisch für die Bienen unterwegs waren, erst einmal zu wertschätzen und zu würdigen. Wo waren die Vertreter deutscher Verbände oder Zuchtverbände auf dem durch die Abimondia mitveranstalteten Kongress auf Pantelleria? Ich war der einzige Imkervertreter aus Deutschland. Wo waren die anderen? Bei dieser Konferenz wurden
wurden Strategien diskutiert, wie in Zukunft wildlebende Bienenvölker geschützt werden und wie wir das Ausweiten von Reservaten definieren, wo wir da nicht einwandern dürfen. Und das ist für uns Imker eine hochgradig wichtige Diskussion, daran teilzunehmen und es nicht anderen zu überlassen. Kein einziger deutscher Imkervertreter oder auch Zuchtvertreter war anwesend. Vor einer Woche war das 5. World Organic Forum, wo 100 Vertreter aus der ganzen Welt eine Evaluierung gemacht haben, wie wir im Hinblick auf den Systemwandel in der Landwirtschaft für eine höhere Biodiversität und für eine höhere Wertschöpfung und Schätzung der landwirtschaftlichen Produkte, der Landwirte und der Systemdienstleistungen kommen können. Und wie wir die SDGs der Vereinten Nationen durch unsere Arbeit weiter erreichen und fokussieren. Kein deutscher Funktionär eines Imkerverbandes oder eines Zuchtverbandes war anwesend. Die einzigen Anwesenden waren Thomas Radetzky und meine Wenigkeit. Wer am politischen Prozess nicht teilnimmt, der sollte wissen, wo sein Platz ist. Jetzt möchte ich noch einen Satz zum Schluss loswerden. Wir führen mit den Pestiziden und Insektiziden Krieg gegen die Natur. Wir führen Krieg gegen die Insekten, gegen die Vögel. Wir haben einen Biodiversitätsverlust von 85%. Das System steht kurz vor dem Kollaps. Aus diesem Grund sind die vielen Bemühungen von allen Ebenen, auch von Umweltschutzverbänden, für die ich hochgradig dankbar bin und die im Sinne unserer Bienen arbeiten. Ich kenne keine seriöse Arbeit irgendeines Umweltschutzverbandes, die nicht im Sinne von uns Imkern und von uns und unserer Bienen geleistet wurde. Wir Imker müssen uns natürlich jetzt auch zwei Fragen stellen. Erstens mal, wandern wir überhaupt noch intensiv bearbeitete Kulturen an? Wir müssen Klartext mit den Bauern reden. Bauern, die Insektizide verwenden, die für unsere Bienen giftig sind, werden nicht mehr angewandert. Es gibt genügend Beispiele, dass es anders funktioniert. Es gibt keinen Grund mehr, Geduld zu haben, bis auch der letzte Hinterwälder einsieht, dass der Systemwandel in der Landwirtschaft zu erfolgen hat, um unsere Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Natur zu erhalten. Diese Zeit ist abgelaufen. Der Systemwandel ist jetzt einzuleiten. Zweitens, der Systemwandel muss auch in der Imkerei eingeleitet werden. Auch wir verwenden Insektizide gegen die Varroamilbe. Zum heutigen Zeitpunkt ist das notwendig. Wenn wir jetzt die Insektizide aussetzen, dann sind fast alle Bienenvölker an der Vora zugrunde gegangen. Innerhalb weniger, also jedenfalls werden sie das nächste Frühjahr nicht erleben. Die meisten. Aber bedeutende Bienenwissenschaftler, zuletzt nicht auch der Präsident der Apimondia, haben darauf hingewiesen, dass wenn wir mit einer Varroa-Resistenzzucht jetzt beginnen, wir innerhalb von 10 Jahren Varroa-stabile Völker haben können. Die sind dann noch nicht komplett frei von notwendigen Pflegemaßnahmen, aber das können wir in den nächsten 10 Jahren erreichen. Also auch wir in der Imkerschaft müssen den Systemwandel einleiten. Und der Systemwandel für den Landwirt von der konventionellen Bewirtschaftung hin zur ökologischen Bewirtschaftung ist genauso schwierig wie der Systemwandel bei uns, weg von den Ameisensäuren, von den Säuren und von den anderen Behandlungsmitteln hin zu einer behandlungsfreien Imkerei. Da ist Arbeit zu leisten, wo man also jetzt nicht nur mit dem Finger auf andere zeigt, sondern auch selber arbeitet. In der Landwirtschaft ist nachgewiesen, dass die chemische Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, in ein Desaster führt. Sie bringt weniger Erträge, sie kostet dreimal mehr Energie, als sie erzeugt durch die Produktion
der Düngemittel und der Pestizide. Es führt zu einer hohen Erosion und zu einer Degradierung der Böden. Davon muss die Landwirtschaft wegkommen und zwar so schnell wie möglich. Kooperation ja, aber wir müssen klar kommunizieren, was wir von der Landwirtschaft erwarten. Die Landwirtschaft kommuniziert auch klar, was sie von der Gesellschaft erwartet, nämlich dass sie die fairen Preise bezahlt, die bezahlt werden müssen, um die Lebensbedingungen der Produzenten zu verbessern. Das betrifft übrigens auch uns Imker. Ja? Wenn also in diesem politischen Kontext mit Begriffen hantiert wird, die aus dem Kriegshandwerk kommen, zum Beispiel der Satz, wir halten die Reihen geschlossen gegen diejenigen, die den Systemwandel in der Imkerei und Landwirtschaft vorantreiben wollen, dann muss man sich die Frage stellen, ob Gruppierungen, Verbände, Einzelpersonen, die einem solchen Satz nicht widersprechen, überhaupt noch das Recht haben, für Imker zu sprechen und für die Biene. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die nur zeigt, wie verblendet und wie kurzsichtig die Akteure sind, die einer solchen Losung unwidersprochen zustimmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Imkerinnen und Imker, ich möchte ausdrücklich die Aktivität von Thomas Radetzky mit der Aurelia Stiftung loben und würdigen. Thomas Radetzky ist Imkermeister, er war selber über 20, 30 Jahre Imker, hat in dem Zeitraum viele Lehrlinge ausgebildet, hat enorm viel für die Imkerschaft getan und hat sein ganzes privates Einkommen dazu verwendet, die Arbeiten der Aurelia Stiftung zu finanzieren, zu querfinanzieren und betreibt einen großen Aufwand, die notwendigen Mittel einzuwerben, die Untersuchungen, die uns Imker weiterbringen und ein gutes Standing in der Politik verschaffen, zu finanzieren. Ich möchte ausdrücklich einladen, dass ihr nicht nur bei der Rapshoniguntersuchung mitmacht, sondern auch einen ordentlichen Beitrag an die Stiftung überweist, damit diese Arbeit finanziert werden kann. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Jürgen Binder. Ich bin Schulleiter der Ludwig-Armbruster-Imker-Schule.